So, guten Morgen, willkommen zu... Nein, nicht Wolfenheim, auch nicht Decent, nein. Zu einem kleinen Special und dafür habe ich mir Moloch City rausgesucht. Wieder von Real Scholl, ey. Merkt man, dass ich seine Spiele mag? Nein, überhaupt nicht. Ja, ich hoffe, es dauert nicht allzu lang. Also so wie Piratenweihnachten wäre cool. Das hat eine Stunde ungefähr gedauert. Habe ich ein Special hochgeladen. Ja, weil Special. Schaut es euch an, sofort. Ja. Und nein, das ist nicht das Oster-Special, weil Ostern ist. Da kommt vielleicht auch noch was. Mal schauen. Vielleicht. Sonntagnacht oder so. Nein, das ist das Special, weil ich Geburtstag hatte am 15. April. Gratuliert mir. Sofort alle. Schickt mir Geld. Und Autos. Besagte Frauen. Ja. Und ich spiele so wieder blind, ne, weil... sehr langweilig, wenn wir Spiele kennen. Dann weiß ich ja schon, was passiert. Deswegen wird Alarmstufe Rot auch langweilig, weil ich weiß, dass ich für nicht wert hätte. So. Egal! Ich lege einfach mal los und schau, was passiert und... Schwarz-Weiß. Ein weiterer knallharter Tag in der knallhärtesten Stadt. Der bounce Troppel auf der bounce-losen Asphalt. Es riecht nach Dreck, es riecht nach Härte, es riecht faulig und gemein. Sehen Sie irgendwo ein Vögelchen, glückliche Menschen, einen Regenbogen? Willkommen in Moloch City. Ja, so als über das Spiel. Das kann ich mit meinem Auto auch. So, mit allen vier Reifen. Paleface. Wo bleibt der Kerl? Ihr habt doch gesagt, dass ich heute vorbeikomme, Jungs. Natürlich, Boss. Verstehe ich das richtig? Ihr habt ihm gesagt, ich käme und er empfängt mich nicht. Sieht so aus, Boss. Joe, bitte hilf ihr. Vielleicht bin ich da dumm. Ich suche ihn auf, mühe mich den Weg ab, kündige mich an. Und nun stehe ich hier, ich, Paleface. Spreche das überhaupt richtig aus? Ist doch scheißegal, mach weiter, Arschloch. Ich stehe vor seiner Bar, Joe. Vor seiner verdammten Bar. Du stehst vor seiner Bar, Boss. Er lässt mich vor seiner beschissenen kleinen Bar im Regen stehen und kommt nicht einmal vor die Tür. Ist es das? Sieht so aus, Boss. Sieht so aus, Boss. Und das sieht das verdammt nochmal aus, dass man mich wie ein Penner warten lässt. Willst du mir das sagen, Joe? Bin wohl nicht gut genug für diesen alkoholstinkenden Schwein, hä? Nein, Boss, das habe ich nicht. Ich meinte doch... Drück die verdammte Klingel, Joe! Ja, Boss. Ihr Lumpen, was macht ihr mit meiner Bar? Ich habe doch gesagt, dass ihr keinen Cent von mir kriegt. Guckt, Jungs, wenn man höflich klopft, kommt selbst so ein störrischer Esel vor die Tür. So klopfe ich auch manchmal. Sehr gut, Boss. Pack dein Gesindel wieder ein, Paleface. Ich hab's dir gesagt, ich zahle nichts. Ich spreche schon so komisch. Ich bitte dich um einen kleinen Gefallen. Du beschimpfst mich vor meinen Jungs. Ben, Ben, Ben. Ich will wirklich nicht viel von dir. Und dafür lasse ich dir deine Bar und deine heilen Knochen. Ich dachte, du seist ein vernünftiger Mann. Ich habe es so oft im Guten versucht. Ich hätte sogar Verständnis gehabt, wenn es dir einfach nur an Verstand fehlte. Aber dir fehlt etwas sehr viel Schlimmeres, Ben. Dir fehlt es mir gegenüber an Respekt. Pack den, Jungs. Ja, wer es noch nie mitbekommen hat, das ist ein... Gangster. Sollen wir ihn erledigen, Boss? Nicht so schnell, Joe. Ben schuldet mir noch seinen Respekt. Und dann hole ich... Und den hole ich nun aus mir heraus. Machen wir ihn fertig? Machen wir ihn in der Bar fertig? Warum spreche ich den jetzt so hoch? Das passt so total zu zum Gangster. Ah, ich bin der Gangster, da hol Stimme. Ich will auch nicht mein künftiges Eigentum beschädigen. Nein, schaff sie dort rüber. In die Gasse da. Dreckskerle, verfluchte Dreckskerle. Vorwärts. Vorwärts. Nichts, gar nichts kriegt er von mir. Rein da mit ihm. Zeigt ihm, was mit Leuten passiert, die nicht wissen, wie man sich gegenüber Paleface benimmt. Gern, Boss, nur zu gern. Nicht zu schnell. Du? Aus dem Weg, Ben. Boss hier seine Schwierigkeiten machen will. Dann leg den Spinner gleich mit um. Yeah. Ganz schön mutig von dir, dich aus allein gegenüber zu stellen. Mutig und dumm. Wer sagt, ich sei allein? Sagt Hallo zu meinem Freund Tommy. Oh, das war so offensichtlich. Tommy Gun. Yeah. Was sind das denn für Puppen hier?
Gleich mit Strichmännchen, jawohl. Du, überleg gut, was du jetzt tust. Überleg es dir ganz genau. Der Regen spielt den meisten Dreck von der Straße und den Rest übernehme ich. Talentex kann überlaufen, Brick. Du wirst dir Feinde machen, denn macht du dir nicht einmal im Traum vorstellen könntest, Fremder. Träume? Meine Träume wurden im Schmutz des Asphaltes zerrieben. Brick, du bleibst der erste Bursche, der wie über den Weg gekommen ist. Meine Träume liegen in den Schatten der Häuserschluchten begraben. Der Stacheldraht des Lebens hat sie eingeschnürt und verbluten lassen. Ja, die kleine Lämpchen mit Flauschfell wurden sie in der Knochenmühle von Bros City in blutige Stückchen. Brick, ich gebe dir nachher einen in der Bar aus, ja? Dann kannst du das alles wieder bei einem Whisky erzählen. Es gibt nichts zu erzählen. Ich bin knochenhart und halte mein Inneres verschlossen. Ja, was hat der denn geraucht? Was machen wir nun mit dem da? Ihr könnt mir der Polizei übergeben, damit sie mich die volle Wucht des Gesetzes spüren lässt. Ja, klar. Ja. Nein, nein, Sas, was machst du mit dem Brick? Rüber mit dir, auf die Straße. Was hast du vor? Weiter. Mach ihn fertig, Brick. Warte, halt nicht! Kennt ein Marienkäfer Gnade, bevor er das Blatt frisst. Was für ein knallharter Metapherblick. Schief, aber knallhart. Geil. Noch ein paar letzte Worte. Das allerletzte Wort wird ohnehin Mr. Tommy Gunn sprechen. Sag mir wenigstens, wer du bist, Fremder. Brick Dynamite, der hartgesottenste Privatdetektiv Moloch Cities. Dynamite. Hab schon von dir gehört. Wofür steht Dynamite eigentlich? Es explodiert sich, ich wollte es gerade sagen. Ha, daneben. Großartiger Schuss, Brick. Großartiger Schuss. Genial. Ich mag das Spiel jetzt schon. Ich bin Brick Dynamite. Das ist meine Geschichte. Gott. Wer ist dieser Mann? Er jagt das Verbrechen. Yeah. Schon wieder Puppen. Kennt keine Gnade. Ist unbeugsam und knochenhart. Brick Dynamite, der ruchloseste Diebhaber, den sie je hatten. Schön, dass ich das bis zu Ende lesen darf. Schon klar. So, Herr Unglück. Das mache ich auch manchmal nachts. Im Park. Bei kleinen Mädchen. Sehen Sie ein geheimnisvolles Meisterstück. Moloch City, yeah. In Farbe und bunt. Deutsche Welle Polen. In Farbe und bunt. Am nächsten Tag saß ich wie üblich in meinem Büro. Las die Partneranzeigen in der Zeitung und ekle mich vor der vergeblichen Romantik. Oh, ich kann. Ein paar des Fräulein Anfang 20, ein einfühlsamer Mann mit ernsten Absichten. Hoffnungslos. Ja, nur die eine, okay. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Yeah, Wein oder sowas. Yeah, wir rauchen erstmal knallhart noch eine. Ach komm, für die Gesundheit. Ich stotterte mich durchgekaut, zermahlen, ausgespuckt. Übrig nur, was mir dort im Spiegel entgegensah. Moloch City in seiner ganz verregneten Hässlichkeit. Ja, das hatten wir schon. Jemanden? Nee, telefoniert das nächste Mal. Das war sie, die Karteisammlung meiner dreckigen Fälle. Mord, Betrug, Ehebruch, Diebstahl. Die Stadt gebar ihr Elend jeden Tag aufs Neue. Trostlos, dagegen anzurennen. Du ziehst an mich selbst. Mach dir nichts vor, das Leben ist hart. Ja, okay, das übliche Sonnenscheinprogramm. Zwecklos, der Hut ist inzwischen angewachsen. Oh! Abfall, Dreck, Müll, die ganze verdammte Stadt in Kleinformat. Aneinandergereiht hätte meinen Unterlagen und Aufzeichnungen der vergangenen Fälle ein Daumenkino der Verzweiflung ergeben. Ich habe keine Lösung anzubieten. Ich übernehme nur den Fall. Das hatten wir schon. Gut, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben jetzt 8 Uhr. 8 Uhr.
bin jetzt im Büro, Kleines. Natürlich, Brick. Sie rufen mich von dort aus an. Die Kleine ist abgebrüht. Der macht leider niemand was vor. So, wir rauchen noch eine. Wie ein echter Detektiv. Kann man auch von der anderen Seite rauchen? Jawohl. Habt ihr irgendwelche Kunden gemeldet, Kleines? Nur die alte Mrs. Frail, Brick. Sonst niemand, Brick. Was gibt's denn da? Brick, bitte bleib mal im Ablagesystem mit deinen Zigarettenfingern weg, Fan. Dort, an dem die Träume enden. So, ist eh viel zu hell hier. Strom sparen und so, ne? Die Kleine glaubt wirklich, diese Pflanze wirkte nicht genauso wie alle anderen davor. Aber sie muss endlich hart werden. Hart. Es ist nur zu ihrem Besten. Ich mische doch schon seit Jahren Randgift in den Dünger, damit sie endlich ihre Lektion lernen. Wie geil. Ich Kopf auf sowas. Es geht niemand ran, natürlich. wie geil. Obrig, heirate mich. Und dann, Evi, noch bist du jung und strahlend schön und eine Freude in meinen Augen. Ach, in einigen Jahren. Dann wirst auch du alt und unansehnlich. Verzeih, Brick, ich bin so dumm. Vergeben und vergessen, Klein. So, Licht wieder an und Strom verschwenden. Ist das Dynamite? Haben Sie schon eine heiße Spur? Ich bin dran, Mrs. Frail. Ich bin am Ball. Oh, ich vertraue Ihnen voll und ganz, Mr. Dynamite. Ich werde zu niemand sonst gegangen. Bei Ihnen ist er voll in besten Händen. Vielen Dank, Mrs. Frail. Glauben Sie, Sie werden jemanden umlegen müssen, Mr. Dynamite? Herrgott, Mrs. Frail, es ist nur eine entlaufene Katze. Eine verdammte Katze. Und? Rick, sieh doch, ist jemand in deinem Büro? Hä? So einfach mache ich es ihm nicht. Ihnen, Brick, wovon sprichst du? Wenn ich es nur selbst wüsste, Kleines, wenn ich es nur selbst wüsste. Keine Bewegung, drehen Sie sich um, langsam. Also gut, Sie dürfen das langsam umdrehen bewegen. Wollen Sie nicht Ihre Pistole wegstecken, Mr. Dynamite? Ich stelle hier die Fragen, Lady. Woher kennen Sie meinen Namen? Er steht an Ihrer Tür, Mr. Dynamite. Detektiv Dynamite. Wirklich gut, Lady. Wie kommen Sie hier rein? Die Angelegenheit, deswegen hier wegen, geht nur Sie und mich etwas an, Mr. Dynamite. Also auf die Feuertreppe und trat Ihr Büro durch das Fenster. Ich möchte nicht, dass mich jemand bei Ihnen sieht, noch davon weiß, dass ich Sie aufgesucht habe. Soll ich vielleicht ein bisschen höher sprechen? Ist das Dynamite? Einen Moment, ich muss das sortieren. Feuertreppe, Fenster. In Ordnung, Lady, das ergibt Sinn. Wer sind Sie? Ich möchte, dass Sie einen Fall übernehmen, Mr. Dynamite. Eine Klientin also? Warum sagen Sie das nicht gleich? Nehmen Sie Platz, Lady. Ja. Wie Sie wollen. Geil. Also, worum geht's, Lady? Es geht um einen Mann, Mr. Dynamite. Ihr Mann heißt ebenfalls Mr. Dynamite, Lady? Nein, er heißt Wertley. Radcliffe van Wertley. Oder so. Was weiß ich? Und ich bin seine Frau, Susan van Wertley. Wer weit? Was weiß ich? Lassen Sie die alte Spielchen, Lady. Susan Wertley. Ha! Sie hätten sie ebenso gut Mrs. Wunderly nennen können. Nun Ihren richtigen Namen, Lady. Oh, Mr. Dynamite, warum sind Sie so hart? Ihren Namen. Ja, ja, Sie hatten recht. Ich habe Ihnen etwas vormachen wollen. Ich heiße nicht Susan, sondern Tessa von Wertley. Sind Sie nun zufrieden? Befriedigt, Mrs. von Wertley. Oh Gott. Mein Mann, wir sind seit Jahren. Es ist so, dass... Ach, es ist so schrecklich kompliziert. Seit wann haben Sie den Verdacht, dass es Sie betrügt, Mrs. von Wertley? Ich bin mir nicht so sicher. Er ist in letzter Zeit so eigenartig geworden. Er hat Geheimnisse von mir, Mr. Dynamite. Er weicht mir aus. Er lügt. Er geht abends lange weg. Es ist ganz gewiss eine andere Frau. Oh, Radcliffe. Warum nur Radcliffe? Warum? Mein Name ist nicht Radcliffe, Mrs. von Wertley. Mr. Dynamite? Richtig, Mrs. von Wertley. Gott, ist das dumm. Da stand sie also in meinem Büro. Sichtlich verwirrt, aber unzweifelhaft attraktiv. Sie trug ein geschmackvolles Kostüm, wirkte trotz aller Unsicherheit kultiviert und hatte volle Brüste. Ja, das ist wichtig.
Sehen Sie mir bitte ins Gesicht, wenn Sie über mich nachdenken. Ist das eine Sie hatte was, keine Frage. Aber was rede ich? Es ist Morris City. Nimm das Geld, Ellie, und schau, vergiss sie. Ich war wieder ich, doch plötzlich. Ein Schuss, Mr. Dynamite, jemand schießt auf uns. Zum Glück nicht besonders gut. Er schießt durch das offene Fenster. Was sollen wir nun tun? Er kommt doch so weit, dass jemand verletzt wird. Ihr könnt nicht einfach ungemeldet in Mr. Dynamites Büro. Oh, wie das kann. Mein Fall ist äußerst dringend und ich muss Mr. Dynamite auf Stelle sprechen. Es geht um Leben und Tod. Mr. Dynamite, ich bin folgt. Verdammt, das war sicher für 50 Scheine gut. Nick, Nick Gold, Bricks alter Partner, was machen Sie denn hier? Brick, Brick, wir müssen reden. Ich wollte nicht, dass die Dinge so zu Ende gehen. Es war damals eine schwierige Zeit, aber du sollst wissen. Das war so klar. Das war dein Problem, Nick. Du hast die Dinge nie zu Ende gefunden hast. Oh, wie grauenvoll, Mr. Dynamite. Hörst du nie auf? Wir sind in Mall of City, Lady. Es geht immer weiter, immer weiter. Aber so ein Raumschiff-Bootsmann. Hurra, aber da ist der Ausseinsatz. Endlich raus aus dem Schatten der Anonymität. Geil. Tod und Verbrechen um einen herum. Wohin man in dieser Stadt auch guckt. Man ist so hilflos. Nicht ganz hilflos, Mrs. von Wertley. Erwischt. Aber dort kommen noch zwei Galgenvögel heran. Sie rennen ins Haus. Bleiben Sie in meinem Büro. Ich kümmere mich um diese Halunken. Gehen wir erst noch einen rauchen, ne? Ist wichtig. Obi, pass auf dich auf. Legen Sie gleich immer um, Mr. Dynamite. Mr. Dynamite. Da ist er. Molo City spielt also wieder zu einer Lieblingsmelodie auf. Kampf. Ich kenne den Takt. Ich kenne die Regel. Gut, wenn der Fadenkreuz zielt, gewinnt. Die Gegner werden immer Deckung suchen. Alle Fälle direkt hinter größeren Gegenstände liegen, können nicht beschossen werden. Wer sich dort verbirgt, ist sicher. Auf diesem Kampfplatz gibt es drei solche Felder. Wenn ein Gegner schießen will, muss er sich über seine Deckung erheben. Dann kann Brick Dynamite den Fadenkreuz erfassen und treffen. Der Brick Dynamite den Gegner sehr schnell, kommt er gar nicht mehr zum Schuss, sondern taucht gleich wieder ab oder fällt um. Wie viel Schaden der Gegner leidet, hängt von Brick Dynamite ausgewählter Affe ab. Zurzeit hat er zwei Möglichkeiten. Pistole ist von passabler Durchschlagskraft und verbraucht noch keine Munition. Yeah! Das haben Pistolen so an sich, oder? In Spielen. Ja, sie ist eine spezielle Spezialanfertigung. Ganz speziell spezialangefertigte. Die Tommy Gun hingegen verursacht höheren Schaden, wirklich dafür braucht Munition. Die Waffen werden bedarf per Zahlentasten gewechselt. Mit der Null lädt man ein neues Magazin ganz links. Ganz links stehen Lebenspunkte und der aktuelle Munitionsformrat. Nein, bei mir stehen links nur die Munition und die Frame-Anzeige. Die ist bei 60. 59, 60. Ja, toll. Ich habe 60 Frames. Leben noch. Sync Brick Dynamite's Lebensenergie auf 0 hat er verloren. Mit Whisky und Zigaretten kann er sich dann gar wieder herstellen. Jawohl. Warum geht Brick Dynamite nicht wie sein Gegner in Deckung? Ich bin der verdammt knochenhärteste Privatdetektiv von Moloch City. So ist es. Und nun Achtung, es geht los. Ja, dann speichern wir doch erstmal, ne? Moment. Ihr habt aber nicht vor, das zu ändern, ne? Also euren Rhythmus hier jetzt, ne? Ach komm. Was für eine Pistole. Ah, ich hasse diese Anfangswaffen, die sind immer so müllig. So müllig wie im Fall von totaler Müll. Oh, der geht ja gar nicht. Schön, wie sie immer umfallen, Strichmännchen erlassen. 100 Erfahrungspunkte, bringt mir doch irgendwas. Bist du Dynamite, sind sie? Ja. Mr. Gangster, sind sie? Sie sind es, alle beide. Und gleich würde sie mich fragen, was sie an mich alle fragten. Doch in dieser lausigen Stadt konnte es darauf nur eine Antwort geben. Vergessen Sie es, Lady, ich werde sie nicht küssen. Gaben sie ihre Enttäuschung den Ausdruck, den sie wünschen. Es ändert doch nichts. Geben, nicht gaben.
Sir Dynamite, ich habe Sie engagiert, meinen Mann zu überprüfen und nicht um an seine Stelle zu treten. Ich kenne Ihre Gebühr. $50 plus Spesen. Nehmen Sie Ihr Geld und machen Sie auf Ihren Job. Setzen Sie auf die Redcliffe-Spuren und erstatten Sie mir... Auf Redcliffe's Spuren und erstatten Sie mir über dich. Guten Tag, Mr. Dynamite. Natürlich war sie verärgert, aber ich musste sie zurückweisen. Selbst wenn sie sich vor mir auf die Knie geworfen hätte. Ich bin zu abgeklärt für kleine Romanzen mit Klientin. Redcliffe von Wadley, das zählte. Er war der Fall, ihn musste ich im Auge behalten. Hatte er eine heimliche Affäre? Nichts Ungewöhnliches in der Stadt der grauen Herzen. Und wer waren die Typen vom Flur? Vielleicht hatten sie etwas bei sich, das man nun mehr nutzen könnte als ihn. Nützen könnte. Auch ein Zylinderform nützt nichts, die Welt ist knallhart. Steht noch irgendwas? Dynamite. Entzückend, eine Zigarette. Ein Gedeck nach Art von Moloch City. Whisky! Du warst nicht hart genug für Moloch City. Magazin! Würde ich das nicht aufheben können? Scheinbar nicht. Und kann ich? Ja, ich kann speichern. Oh, ich sehe meine Lebenspunkte mal. Aber ich kann auch eine rauchen, oder? Bringt mir das... Nein, wenn ich sie rauche, bringt mir das nichts. Aus der Traum. Alter, da ist noch ein Loch drin, da können wir... Ah, das wollte ich doch noch. Ich hasse dich! Na, kann ich nicht anreden. Hey Loch! Wie wär's mit einem kleinen Gespräch? Ich kann auch mit dir reden. Obrig, bitte pass auf dich auf. Nö. Legen Sie gleich hin und müssen. Was passiert, wenn ich das Licht ausmache? Sehe ich dann natürlich noch was umherlaufen? Ja, im Dunkeln. Schon klar. Total. Was ist das hier? Nein, nein, nein. Zigarette, hey. Vorbei. O'Reilly. Really? O'Reilly? Einwanderungsbehörde, Ihre Papiere bitte. Also wirklich, Mr. Dynamite, schieb mir die am üblen Streichen. Warum schließt du auch nie die Tür ab, Pat? Zwecklos bei dem Kobold im Haus. Das Bett fühlt sich gut an. Eine Oase der Ruhe und ein Fluchtort vor der gierigen, fräsigen Stadt. Es wäre so leicht, einfach die Decke über den Kopf zu ziehen. Bleib hart, stell dich den gemauerten Biest. Außerdem guckt mir O'Reilly schon. O'Reilly, really, wie auch immer. Mein Feiertag sucht mich da, dann bleib ich glaube ich immer zu Hause. Toll. Der ganze Herd stank nach Kohl. Stank noch Kohl. Ja, nach soll es glaube ich heißen. Der muffige Geruch drang in Herdplatte, Tapete und auch in die O'Reillys. Wir können es hören, Mr. Dynamite. Verdammt, der ständige Wechsel zwischen beiden Herren Modi fordert mir alles ab und manchmal ging es eben schief. Es war einfach zu viel, viel zu viel. Ja, nochmal dasselbe Gespräch. Ja, das kennen wir schon. Licht aus. Der Kerl-Radelsong von einem Mädchen mit goldenem Haar und vogelzwitschendem Lachen legte all seinen Schmelz in die Stimme und schickte ihr einen kleinen Traum von Glück herüber. Ich hätte ihr am liebsten in die Fresse gehauen. Guter alter Moloch City Kaffeeersatz, Pulverersatz. Ach, der getrocknete Filettüten, der gehört zu seinen Zigaretten. Nehmen Sie genug Rauheide, Mr. Dynamite. Yeah, Zigarette. Wo wieder bleibt? Es gibt doch bald Kohl. Ich wusste gar nicht, dass Sie einen Hund haben, Mrs. O'Reilly. Keine Ahnung. Ist so ein süßes Ding. Wir haben ihn nach Pets Großtante benannt. Wuffy. Wollen Sie jetzt mal unsere irische Kultur verhöhnen, Mr. Dynamite? Schon gut, Lady. Schon gut. Verdammt, in der Achtschicht in der verdammten Knochenfabrik. Sehen Sie mich an, Mr. Dynamite. Ich bin ein ausgelaugter alter Mann. Dabei bin ich erst 22. Huch, wir sind seit 10 Jahren verheiratet, Pet. Dann wärst du damals erst. Ich arbeite auch schon seit 15 Jahren in der verdammten Fabrik. Ist ein Knochenjob, ein Knochenjob. Gott, und jetzt muss ich wieder husten, ich hasse es. Verschwindet, lass den Ruhe! Keine Sorge, Mister, ich bin nicht von der Polizei. Ich glaube, der will nicht mit uns reden. Also habe ich irgendwie das Gefühl. Mr. Greed, Vermieter. Erste Etage, Detail. Die ausgewuchste Werbung kostet mich 3 Scheine die Woche. Aber verdammt, sie war jeden einzelnen Cent wert. Ich starre lange in die Leere und dann
begann sie zurückzustarren, hämisch und gehässig. Und ich wusste, ich blickte Morlock sie geradewegs ins gemeine Antlitz. Hark und Emily Combrus. Verschwitzt sie! Die mögen mich alle nicht. Ich hab ihnen gesagt, deine Arbeit, keine Schießereien treppen aus, sie kennen die Konsequenzen. Wiederhöhung. Und ob! Da stand er, der detektives Gefährt. Er war schnell, er war blau. Mit meinem Wagen konnte ich Moloch City durcheilen. Immer dort zur Stelle sein, wo er den herrlichsten Detektiv der herrlichsten Stadt auch erwarten durfte. Mein Hund ist weg und jetzt nun irgendwo in dieser mitleidenslosen Stadt herum. 50 Scheine plus Spesen. Darunter läuft von mir nichts, Kleines. Sind wir im Geschäft? Oh. Ah, ja. Ich akzeptiere ja nein, Mist. Wie bitter ist das denn? Da habe ich die zwei heute Nacht umgelegt. Sie dachten, sie könnten Ben dieser Gas ungestört erledigen. Sie hatten weder mit mir noch mit meiner Pingelpause gerechnet. Hat mich bei ihr in seine Pause verschwinde. Morris sieht in seiner ganzen Pracht. Kann ich nicht. Sinnlos, es ist sinnlos. Sinnlos. Die verdammte Stadt, du dreimal verfluchte Stadt, warum tust du mir das an? Warum? Ich find's so geil. $20, ein gutes hat die verdammte Stadt zumindest. Das Geld liegt auf der Straße. So kommt es aussehen. Zu Fuß, wozu habe ich meinen Wagen? Liebe Leser, mein Name ist Cindy und ich vermisse meine Katze so sehr. Sie hat weiße Streifen am linken Fuß und heißt Twinkle. Bitte hilf mir, sie zu finden. Ich scheine für diese Anzeige hast du verschwendet, Kleine. Twinkle ist erfahren, ausgeraubt und gefressen. Wenn er Pech hatte, in einer unangenehmeren Reihenfolge. Hey, hast nichts zu suchen. Hihi, Bob, pass auf sein Reich auf. Da dulde ja niemanden. Oh nein, niemanden. An die Klappe, Don. Hihi. Na Brick, bist wieder auf der Jagd, Glaubst du das, Brick? Hi, knall sie alle ab, Don liebt deinen Stil. Grün, pass dich an und werd grau. Ist Moral City einen passenden Platz für selbstlos Aufopferung und Lebensoptimismus gab, dann war er genau dort drin. Ein Zimmer für die Nacht. Und danach bin ich das Traumschiff der Flöhe. Danke, nein. Das ist das Gespräch schon beendet. Nix da, wer kein Zimmer hat, hat so nichts verloren. Ist nicht hinter einem Mühlreihe auffahren? Unser Bob hat ein bisschen Welle, ist wahrscheinlich Geschirr angenehm, Bob. Geh in die Ecke mümmeln und lass die Leute mit deinen Geschichten zu. Ich bin schon nach wieder plötzlich aufgelegt, Bob. Da los geht das Ding. Man kann ja noch keine Ruhe geben. Warum ändern sich die Stimmen schon wieder? Können Sie mit Angelegenheiten, mischen Sie sich hier nicht ein. Können Sie sich wie jeder andere diese kalte Stadt halten, Sie haben einen Dreck um die Leute mal herumscheren. Was glauben sie überhaupt? Denken sie? Das passierte jeden Tag. Moloch City griff nach einem jeden, zerquetschte, quetschte und drückte jede Spur von Ausgelassenheit aus ihm heraus. Man brauchte einen Panzer. Doch manchmal bekam der Panzer einen Riss, dann entwich der Druck und es konnte verdammt eklig werden. Ich habe den Typen in die Schnauze voll. Wissen sie, was sie mir machen können? Geil. Der Dynamite ist Dynamite. Mach sie wieder den Tranten auf. Danke! Hui, doch mehr Regen! Ja. Hey, du! Wer, ich? Genau! Ach, du bist es. Ach, genug von dem Stoff, Brick! Ich hab's dir schon einmal mit diesem Geschäft reden, wenn ich auf der Straße. Das ist schon einmal gesagt, oder? Nervös, Brick! Wie sieht's aus? Brauchst du noch was? Keine Angst, ich bin Blauschuss, Brick! Also, brauchst du was? Ich habe noch genug Pokale. Echt? Kein A, kein E? Ich meine, ist so schön rund und... Nein, heute nichts, Kumpel. Was zur Hölle? Im nächsten Satz immer so viel davon. Hast diesmal besser drauf aufgepasst, Dann fick ich bei der wöchentlichen Skrellrunde. Diesmal verblöffe ich sie mit Trenchcoat. Eine gute Wahl, Brick, eine wirklich gute Wahl. Wenn du mal wieder was Gutes tun willst, halt ein paar schön exklusive Konsonanten Ausschau, klar. Eine Hand wäscht die andere. Ich kenne die Regeln der Stadt. Was zur Hölle? Ja, genau. Zur Hölle. Ja, ich hab meinen Wagen.
hoffe, das Geschäft läuft und wenn es hier laufen kann, halten die Bosse die Hand auf. Garn, Hut, Schachteln, Kleider, Bügel, Schuhe. Fast konnte man meinen, man befände sich in einem ganz alltäglichen Laden, einer ganz alltäglichen Stadt. Aber ich war mitten in Moloch City. Oh, über diese Musikdinger. Warum raschelt es so verdächtig? Oh, ist nichts, Mr. Dummert, gar nichts. Und die abgezählten Scheine sind hier aber auch nichts. Ich will einfach keinen Ärger. Sie wissen, wie so eine Leute läuft, bis dann mal. Bock ich im Sturm oder wird zerbrochen. Sie sind so hart wie der Käse in der Sonne. Die Stadt wog und prüfte einen jeden Tag. Gnade dem, den sie so leicht befand. Gnade in Moloch City. Ob ich mich erinnern kann, wie mir als Kind süße Bomben aus solchen Behältern zugesteckt wurden. Ich wuchs in Moloch City auf. Hier hat man keine Kinder. Na, wie viel müssen sie von ihren Einnahmen an die Unterwelt abgeben? Ich hab keine Ahnung, wovon sie reden, Mr. Dunamal. Es sind doch alles über Gerüchte, die über die Herren werden Bosse gestreut werden. Hätten sie mal gewisse Bisse, weil sie mit mir und den Bossen zugleich Geschäfte machen? Sir! Vergessen sie's. Hier 20 Schuss fliegen in störendes Gesumme? Vom tölpischen Volksmund auf Zier geheißen. Verhilft zum Wuchtschlagen gegen Renitentes. Soll ich das vielleicht kaufen? Ach, ich nehme mal von jedem eins mit. Hey, du findest das gleich, ne? Du hast kein Geld ausgeben müssen. Denkst du dran, Sir, gelege weiter ich mein Angebot. Also ab in die Kneipe und ich glaube, das wird ein längeres Spiel. Scheiße. Brigalle, Junge, komm rein aufs Neue, aufs Haus. Vielen Dank für deine Hilfe, ich habe jetzt hoffentlich eine Weile Ruhe. Viel Glück vom Boss-Buster! Interessant, der Querschläger! Die einzige Kneipe der Stadt, die kein gepanschtes Macaroni-Bier ausschenkt. Darauf Prost! Zuckerei, Prost! Spiel's nochmal, Sam. Ich weiß nicht, was ich meine, Rick. Spiel's noch einmal, Sam, um der alten Zeiten willen. Oh Gott! Ich komm auf sowas. Halt, hör auf. Also Ordenbrick. Nur die alte Narbe, Sam. Nur die alte Narbe. Bernhard Nell, Brick, so Jungs, die kommen nicht wieder. Der Kunde spielt, Brick. Verdammt, der Kunde spielen. Sei kein Spiel läuft, bleib der Kasten aus. Sam, spiel dir die Musik. Ja. Der wird eben Platz, wie es ein Ball warf. Keine Baseball-Geschichten, Ben. Heute nicht. Was soll der verdammt Gute? Und ich komm schon wieder bestimmt auf alle Hörnern. Nie ohne Hut und Mantel in einer Stadt wie diese. Wo ist denn? Rauchen wir erstmal eine. Brick, du weißt, ja, und reden du dich nur mich. Rauchen wir erstmal eine. Deine Paleface her, von mir werden sie irgendwo so nicht 1 Cent kriegen, nicht 1 Cent! Ben, du adelischer Hund, lässt sie einfach nicht weich kriegen. Lässt sie einfach nicht weich kriegen. Echt, ihre Kusch doch nicht vor diesen öligen Schwanzlocken. Brick, du bist doch kein Italiener, oder? Wir haben nie darüber gesprochen, ich wollte dich ganz gewiss nicht. Nee, mein Vater gibt das Fälschchen, gell? Okay, lass nie wieder reden, Brick, nie wieder. Nimm mal einen Schluck, der geht aufs Haus. Zigarette, Whisky. Alles, was ein Mann brauchte. Machen wir doch mal eine Spritztour. Gut, dass uns niemand entgegenkommt, das könnte tödlich enden. So offensichtlich, wo man hin muss. Alles Werdli, Vorsicht, bissiger Hund. Ich bin zu knochenhart, um davon erschreckt zu werden. Die Schilder hängen nicht mehr sehr fest. Mit dem richtigen Werkzeug könnte es abgeschraubt werden. Brickdown kann mit deswegen Dingen behelfen, das muss ich allerdings in der Hand halten. Nur die Ausrüstung, Zubehör. Ausrüsten, Zubehör.
Ja, ja. Naja, kannst du dir das Ding behelfen? Ah, okay. Mall of City, du machst die Dinge krank und kaputt. Nein, gibt's nicht. Der Cliff von Wertley, dahinter also hat er sich verschanzt. Das Sourcing ist hier seine Botschaft, ebenso einfach wie effektiv. Ich bin da und du bleibst dort. Bisher hatte mich erwischt und jeder verdammte Tag in der kommenden Woche, an die ich mich zu setzen versuchte, würde mich daran erinnern. Ha, dummer Köter. Verdammt, werde ich also ein länger bin. Sieht fast so aus. Verdammt, Tür schon wieder leer geschossen. Ja, der war jetzt echt schlecht. Okay. Kann ich noch irgendwas mitmachen? Also die Tür ist zu. Moment, das hat kein Gitter. Es ist. Das war so offensichtlich. Ich war drin. Es war erschreckend, wie sehr reaktiv an Wendy meine detektiven Fähigkeiten nun ausgeliefert war. Verdammt. Hallo? Ist da jemand? Vielleicht. No, leck mich! Grün, passieren wird gerade. Verflucht, ein elektrisches Klavier. Wie geht das wieder aus? Ich wagte es nicht, mich direkt vor das Spiel zu stellen. Aus Angst, welche neuen Spuren der Gebrochenheit es mir zeigen würde. Eher. Als ob Blumen etwas änderten. Porzellanhunde. Als wäre die Welt nicht schon lausig genug. Was ist das? Ein rauer Stein? Mir gefiel nicht, wie sich der Fall entwickelte. Warum bewahrte Wendley einen Riesenhoden auf? Bat ihn wieder ein Kultobjekt auf? Ging es gar nicht um eine andere Frau? Musste ich etwa die speziellen Bars im Hafenviertel aufsuchen? Schon wieder? Gott! Molostilina, ja, ja. Ein neues Problem. Letztlich spüre ich es. Meine in dieser lausigen Stadt gestellten Sinnennahme ist war irgendwas war anders. Mein Hund blind. Ruhig bleiben, mein Lieber. Ruhig bleiben. Okay, Zimmer, wer ist der Herr von uns beiden? Diesen Zimmer bin ich fertig. Grundgütig. Was ist hier los? Also sie. Ist er Dynamite? Dynamite! Was tun Sie hier? Sie wollen den Herrn als Privatlady von Mall of City. Sie haben ihn, Lady. Sieh das ich! Haben Sie auch nur die geringste Vorstellung, wie hoch der Schaden ist, den Sie angerichtet haben? Ziehen Sie die Kosten von meinem Späßen ab, Mrs. Van Wertley. Die Seitenvorhänge, elektrische Klavier, der Kristallspiegel, die Dinosaurier, das ist aber. Was soll ich von den Späßen absetzen? Den Späßen? Haben Sie auch schon die geringste Vorstellung, wie hoch mein Späßen üblicherweise ausfallen liegt? Sie sollen meinen Mann überwachen, wie ich mein Haus zerstören. Mein Mann, bis dahin mal, denken Sie daran. Und wieder krallte sie sich mit aller Kraft an den Fakt, eine verheiratete Frau zu sein. Verdammt, ich spüre es doch auch. Sie wusste es, ich wusste es, aber es durfte nicht sein. Kämen Sie dagegen an. Für mich sind Sie meine Klientin und es wird nie darüber hinausgehen. Nie. Wovon zu teilen reden Sie, bis dahin mal? Setzen Sie sich auf die Spur des Redcliffs. Gewesen sei seine dicke Tür und sein Schlafmittel. Er scheint nichts von dem Radar bemerkt zu haben. Jetzt sollen seine Aufführung aufbricht, wünsche ich darüber Ihren Bericht zu lesen, Mr. Dynamite. Und lass dir nicht den Hut diesen Herrn, Alfred. Sie spielen also die Unnahbare. In Ordnung, Schätzchen. Wenn es dir auf diese Weise leichter fällt, dann versuche, dich hinter deinen Mauern zu verstecken.
Ja, so war es besser. Hey Cliff, Liebling, habe ich dich geweckt? Schnell, Mr. Dynamite, er darf sich nicht im Haus sehen, verstecken Sie sich! In diesem Zimmer bin ich fertig. Verschlossen. Aber er sucht sich Unterstoff in einer Schublade, aber diese Zeit ist endgültig vorbei. Der Schrank war zum Explodieren dicht mit Pacman gefüllt, dort passte ich nicht mehr rein. Gott, ist das dumm! Liebe, stell dir vor, ich gewahrte ein entsetzliches Rumpeln, das mir mein Schlummern entriss. Ein Rumpeln? Aha, oh Cliffy, du musst wieder geträumt haben. Ich hoffe, ich bin dir kein zu anstrengender Gatte. Deine Geduld mit mir ist bemerkenswert, Liebes. Du weißt, wie viel Verständnis ich für deinen paten Schrullen aufbringe, Redcliffe. Aber was sehe ich? Hey Cliff, ich kann es erklären. Eine neue Lampe, was für eine reizende Idee, Liebes. Geil. Ja, es soll eine Überraschung sein, Cliffy. Ich finde sie herzallerliebst. Du gute Du, ein Schatz wie dich habe ich gar nicht verdient. Süßlich, klebrig, ekelhaft. Ich musste an mich halten, denn ein schwallartiges Schweinelampenschimmel hätte womöglich meine Tarnung gefährdet. Ein Glück, dass du verdammt hart war. Gott! Oh, Redcliffe, lass uns den Tag gemeinsam verbringen. Wir suchen uns ein exquisites Restaurant und... Ich bin untröstlich, Liebes, aber gerade heute führen mich dringende Geschäfte außer Haus. Warte nicht auf mich, ich fürchte, es wird spät werden. Ist mein Mikrofon an? Ja, mein Mikrofon ist an, okay. Oh, Redcliffe, warum nur, warum? Warum nur tut mir Redcliffe das an, Mr. Dynamite? Warum? Sagen Sie es mir! Oder Typen wie ihn kämen, Typen wie ich nie zu ihren 50 Scheinen plus Spesen, Lady. Dann suchen Sie, wozu Sie bezahlt werden. Finden Sie heraus, was meinen anderen stellt. Verfolgen Sie ihn. Ich werde das ganze widerliche Wahrheit an dich, die ganze Widerliche an dich bringen. Und wenn auch Ihr Herz dran zerbricht. Ich spüre die Schubladen und mich verband etwas in eine Gemeinsamkeit, die tief und unerschütterlich war. Viel mit einem Knauf, so war ich auch. Der Schrank war zum Explodieren dicht mit Pelzmänteln gefüllt. Schlossen. Stellen Sie mir mal das Bericht aus meinem Mann aus Haus und nehmt über alles, Mr. Dynamite. Ekelhaft, Porzellanhunde. Was ist nur, was diese Stadt mit den Menschen macht? Was ist. Ich habe mein Büro verlassen, Kleines. Danke für die Verzögerung, Rick. Die Kleine wird damit was anfangen können. Sie ist stracks. Was ist das? Wenn du das auch verlassen bist, halt. Und das sollten sie nun auch tun. Whisky! Das war's. Nicht mal Zigaretten? Ja, ja, ich geh ja schon. Heul nur, du warst nicht hart genug für mich. Genau! Gut, also Handschuhfach. Zwischen meinem Antidepressiva und einer Besucherkarte für den Rummelplatz lag ein zusammengeknülltes Bündel. $10. Okay, Van Wedley. Wo immer du hin willst, ich bleibe dir auf den Fersen. Das ist jetzt so schwer und so. Was passiert, wenn ich denn reinfahre? Gar nichts. Diese Wolken irritieren mich. Verdecken mir die Sicht, könnte man geradezu sagen. Die Lady hatte nur zu Recht. Redcliffe von Wedley sucht sich sein externes Vergnügen. Aber nicht irgendwo, sondern in der verruchtesten Viertel der verrufenen Stadt. Er hatte seinen Wagen in der Nebenstraße geparkt und ging dann schnurstracks auf eine Laternenschwärmerin zu. Ich würde ihn gewiss nicht aus den Augen lassen, so hässlich und demütigend sie die folgenden Dinge auch entwickelten. Für wen auch immer. Fällt doch überhaupt nicht auf, ne? Was wird das von Wedley? Eine verdammte Besichtigungstour? Maschung, geh deinen Laster nach, so schmierig und abstoßend sie auch sein mögen. Mich schreckst du nicht, ich bin knallhart. Schulz, Offizier Schulz, ich sehe. Geil! Ich sehe nichts, ich höre nichts und ich weiß von nichts. Das Film würde sie doch glatt vor die Hunde gehen, Officer.
Jeder lebt so nämlich, wie er kann, aber Sie müssen immer den einsamen Wolf geben. Wachen Sie nicht auf, Mann. Schulz, das ist keine Anlehnung an Schulz aus Stalag 13. Nein. Zugeben, Sie verstand es, sich zu präsentieren, wie sich lasziv mit aufreizenden Gebärden an die Wand lehnte. Oh Mann, erstmal verschnaufen, jetzt renne ich schon den halben Tag durchs Viertel und suche nach Fifi. Wo steckt der blöde Kader bloß? Ich darf von Wert nicht aus den Augen lassen. Habe ich das nicht schon längst? Sag aber dasselbe. Was gibt's da? Meine Augen irrte die Speisekarte lang, wieder und wieder. Und wieder spielte man auf Sid auf meinen Wünschen die kaltherzige Klaviatur der Enttäuschung. Der ganze Verstand gab es nicht ein Restaurant, das Pumpernickel mit frischem Senf führte. Verflucht sollst du sein, Molossidi, verflucht. Genau. Da kann ich wahrscheinlich auch nicht rein, ne? Na, Brick, gibst mir den Schein, wenn ich allen erzählen, wie unglaublich hart du bist. Mein Gott, Brick, was ist so schwer im Griff? Ja, okay, das heißt also, ich musste jetzt da rein. Verdammte Bastarde, es sind überall. Aber wenn ich leise... Hallo, Brick! Du warst ja eh nicht beim Reno! Psst! Was sagst du, Brick? Was sagst du, Brick? Ich kann dich nicht verstehen. Das ist nochmal niemand gekriegt. Psst! Was? Wie bitte? Sprich doch lauter, Brick! Gib Ruhe, du verdammte Kuh! Ach du Jungs, wir haben Besuch! Entzückt. Ich hab schon länger nicht mal gespeichert. Oh, was haben denn die Schrotflinten? Ja, boom! Die abgesäckten, die blubbern so schön. Ja. Kann ich auch was kaputt schießen eigentlich? Nee, ich kann nicht weiter rauf. Das ist so unvorhersehbar, wie die schießen, ne? Es überfordert mich total. Ich muss sagen, das geht deutlich angenehmer als die Reise ins All, ne? Ich erinnere mich an dieses Kanonenspielchen. Das war unlustig. 150 Erfahrungspunkte, Blick Stufe 2 erreicht. Und das bringt mir was? Feierabend! Du warst nicht hart genug, ja, ja. Natürlich war das Programm heftig angekettet. Wer wäre Mall City auch wahnsinnig genug, es unbeaufsichtigt zu lassen? Hier waren selbst die kleinen Dinge gefährlich. Werdet Eis essen? Erdbeereis. Mitleid mit Erdbeereis. Ja. Ich biege in einen Abgrund all. Was war das? Alles verschlingender Schlund. Tarzan, die Rache des Affenmensch mit Bart Larsmann und John Wehrman. Was haben wir da? $25, Schrotflinte. Ihr Kerl glaubt, bisher sei es schon hart genug gewesen. Jetzt wird es richtig blutig. Wegen der verdammten Popcornmaschine hat die Schießerei überlebt. Geil. Du machst es und wirst es immer bleiben. Der zweitgrößte. Magazin, Whisky, bla. Tod ist noch nicht tot genug. Erschütternde Gewalttaten, von denen die Produzenten hoffen, sie mögen alle Mann als Mann nur dienen. Sie zeigten einen Klassiker. Also gut, Van Wertley hatte Filmgeschmack. Das musste ich ihm lachen lassen. Der Film haute mich jedes Mal um. Sein ausdrucksstarkes Symbolismus transportierte eine Metaebene, die sein ästhetisches Suggestivkraft kritisch unterlief. Er forderte mir alles ab. Ich musste ihm das dekonstruktiv. Gott, du heilige Scheiße! Ich musste ihm das dekonstruktiv. Dekonstruktivistische Spannungsverhältnis aus gesellschaftlicher Anklage und pessimistischem Humanismus hinterfragend aneignen. Mann, war das geil. Der Fuß als soziologisches Instrument, das Gesicht als Daseinsartefakt, beide im souveränen Diskurs miteinander. Die Relativierung der Metaphysik. Hier wurde sie in der einprägsamsten Gestalt transportiert. Diese Art von Sinn sah man am besten allein. Einmal ging ich mir eine Süße in den Film. Ich klärte ihn ihr. Nach einer halben Stunde stand sie auf. Sie erhängte sich auf der Kinobrille. Verdammt, wo ist Wertli? Schnell, Ender, schnell. Och, leck mich. Oh Gott!
Also das Ganze noch einmal, aber diesmal im Schnelldurchgang, ich habe keine Zeit hier. Ja, ja, bla bla. Ich brauche einen Schraubenzieher. Na komm, wir machen wegen Wasser. Ich soll das speichern dazwischen drin, dann dauert es vielleicht auch nicht so lange, ne? Ja, ja, bla bla. Den töten wir noch schnell, weil es kann. So, ab da rein. Ja, ja, bla bla. Ich kaufe mal eine Fliegenklatsche, einen Schraubendreher, einen Hammer kriege ich ja gleich. Also wollte ich nicht kaufen und trinke was von meiner Milch-Bananensaft-Mischung, die ich mir hier angerührt habe. Hoffentlich hat man die Geräusche gehört. Ich habe Absicht gemacht. Warum kann der mit einem Schuss töten? Ja, ja, komm, gib mir deinen Schnaps. So, rauchen wir schnell eine. Rauchen wir schnell eine. Weiter geht's. Gab's noch irgendwo was? Nee, ne? Nee. Ah, doch, ja, der Spinner ist runter und stirbt. Sehr schön. Der rede ich noch, damit sie abhaut. Warum auch immer. Fand ich so geil, Mann. Ja, so Sachen machen mich geil. Ja. Ja, komm. Rüst man gleich den Staubendreher aus. Ja, ja. So, Bananenmilch schmeckt echt gut. Ja, ja, du dummer Hund. Komm, bleib unten wieder am Baum hängen. Das ist nicht der Baum, das ist ein Auto, du Idiot. Typisch Hund. So, gab's da drin irgendwas? Ich hab's mir nicht gemerkt. Hab ich nicht danach? Gab's da drin irgendwas? Moment, ja, den Hammer. Ja, komm. Ausschießen. Da fällt mir gerade die Frage ein, muss ich das überhaupt machen? Kann ich auch einfach die Tür wieder rausgehen? Nein. Die Tür war fest verschlossen. Ich konnte sie nicht durchqueren. Ja, ich stelle sich wirklich die Frage, wie hoch sind seine Spesen, wenn er das davon abziehen kann? Das ist eine sehr gute Frage. Boah, wenn man fragt, ja, ich werde auch zu Ostern ein Special machen. Mit irgendeinem anderen Spiel. Aber da Realtroll leider kein Spiel mit dem Namen Piraten Ostern hat, werde ich wohl nicht wie bei Piraten Weihnacht das Let's Play. Und warum auch immer das Let's Play, weil ich Geburtstag hatte? Ja, weil es kann, ne? Ja, ja, bla bla. Komm! Spul vor! Da fällt mir ein, ich wollte noch mal kurz was schauen. So war es besser. Ach ja, komm schon. Das ist überhaupt nicht auffällt, nein. Ich weiß nicht, ist der Kerl nicht irgendwie dreimal so alt wie ihr? Und apropos dreimal so alt. Hab ich überhaupt in den Wohnungen alles ausgeräumt? Ich glaube fast nicht, ne? Nein. Durfte ich nicht zwischendrin nochmal speichern? Mir war fast so. Bla bla bla. Muss kurz das Mir war es, dass hätte ich nochmal speichern dürfen. Nee, das war vor dem Kampf.
Ja, ich bin mir eure Sachen heute ein. Da war noch ein Whisky, jawohl. Ja, das war alles hier, glaube ich. Na komm, gib Gas. Ja, $10. Ich bin reich, Baby. Ab sofort mehr speichern. Da unten war nix. Also rauf. Dann lassen wir uns kurz mal schießen. Damit einfach da ein Loch drin ist. Ja, warum haben wir überhaupt Panik hier, ne? Ja, bla bla. Ja, nein, das war das Falsche. Hier muss ich hin. Bla bla, gib mir die Zigarette. Nee, hier war sonst nichts, Mann. Passt schon. War da oben da drin noch was? Ach komm. Dabei spiele ich doch gerade Baldur's Gate 2. Da bin ich doch gewohnt, dass ich dauernd speichere. Alter, da gibt's Quicksave, ne? Guck mal, ich voll tot, Baby. Gott, wie lange dauert das Spiel, wenn ich an jedem dieser Punkte halten muss? Oh Gott. Oh Gott. Und wenn ich einen Zufall erhält, genau da, wo ich auch halte. Wo ich gerade stehe, möchte ich sagen. Schulz ist der beste Mann. Ich sehe nichts, ich höre nichts und ich weiß auch nichts. Gar nichts. Jetzt reden wir nochmal mit ihr, warum auch immer. Und dann muss ich kurz noch was schauen. So ganz kurz nur. Diesmal speichere ich aber ganz viel öfters. Ganz viel öfters, ja. So, und es geht weiter, ja. Und ich spiele jetzt schon fast eine Stunde, ne? Oh Gott, das wird wohl etwas länger dauern als Piratenweihnacht. Aber das lässt sich hoffentlich sehr gut zusammenschneiden. Also auf sehr kleinen Format, dann kann ich das alles in einem Stück hochladen. Das glaubst du selbst nicht, Honk. 20 GB ist das Maximum, ne? Gott, ob ich das hochgeladen bekomme, ob ich das alles schneide. Gut, Piratenweihnacht hat auch über eine Stunde Videomaterial gehabt. Da habe ich. Ne, da habe ich noch mit VL. Nein, mit VLC. Ja, ich habe mit VLC. Nein, ich meine, da habe ich noch mit Dings gerendert. Fantastisch. Fast hätte ich es geschafft, ohne einmal getroffen zu werden, ja. Verschwinde, komm. War noch irgendwas? Nein. Aber nichts mehr. Stirb, Erdbeereis. Jetzt wird's hart. Ups. Es sah aus wie ein anständiges Getränk, als hätte was mit allem, aber es wäre nicht Wall of City, wenn es sich wirklich so verhielte. Puppte als alkoholfreier Fruchtcocktail. Lug und trug überall in dieser verdammten Stadt. Oh, jetzt wird jedes Mal gespeichert, bevor ich irgendwo reingehe. Hey, ja. Ja, früher durfte man doch immer noch rauchen. Ja, das kennen wir schon. Da kann man den Film diesmal viel mehr genießen, ohne den Text lesen zu müssen. Ich drück mal ganz oft Ender. Dreckskerl. 25 IP. Wer hat dich gesteckt? Wer? Rede! Mach's Maul auf. Du hältst dich verhaart. Was hältst du dann davon? Zwecklos. Diese Burschen hielten dicht. Immer. Ich musste von Werde finden. Er konnte nicht weit sein. Eins war mir klar. Er war der Schlüssel zu meinem Fall. Naja, genau genommen war er mein Fall.
Ich stand in den knallharten Regen der knallharten Stadt. Ich jagte einen Mann, doch war es der Jäger zugleich zum Gejagten geworden. War der Deckel auf dem Topf oder verhielt es sich genau umgekehrt? Die Grube war gegraben, nur wer fiel hinein? Ich musste das sortieren. Ich wusste, wo der Frosch die Locken hat. Aber wo, verdammt, holt Bartel den Most? Gott! Halt, ich schweifte ab. Ich wurde also gejagt. Aber von wem und wie würde er reagieren, dass ich alle seine Handlanger zur Strecke brachte? Ich wusste, ich würde es erfahren. Schließlich war ich der knallhärteste Detektiv der Stadt. Aber wann? Wann würde sie der Finstermann aus dem Dunkel schälen? Inzwischen! Empire Tower. Ich glaube, da muss ich mich am Schluss durchschießen. Irgendwas sagt mir jetzt, dass da musst du dich durchschießen. Und das wird nicht wie Matrix sein, nein. Das wird viel blutiger sein. Das ist meine Stadt. Don Corruption. Okay, sie liegt mir zu Füßen. Und warum? Weil ich die Dinge so sehe, wie sie sind. Weil ich weiß, was die Menschen antreibt. Geld. Doch halt, nicht alle Menschen so. Einige wollen auch viel Geld. Großartig, Don. Was ist das hier? Bin ich ein verfluchter Zwerg? Wieso habe ich den kleinsten Stuhl? Bin ich bei meinem verdammten Sitzkissen? Ein verdammtes Sitzkissen. Besser. Also, halten wir die Dinge am Laufen. Bürgermeister, Polizeichef, guten Appetit. Ich fürchte, die Stadt wird den Steuernachlass, wird ihre Steuernachzahlungsaufforderung an sie schon wieder verschusseln, Don Corruzione. Sagte ich gestern noch, ich spiele mit dem Gedanken an eine Ratsche in gewisser Vierteln? Lang lebe Ruf als unbescholtener Bürger, Don. Das Vertrauen der Stadt des Stadtrepräsentanten rührt mich zutiefst. Was für eine großartige Bemerkung, Don. Genieße meinen kleinen Empfang im zweithöchsten Stockwerk des Empire Tower, meine Herren. Warum zeigen Sie uns eigentlich nie die höchsten Etagen, Don? Man könnte fast glauben, Sie seien Geheimniskrämisch von den guten Freunden. Nicht doch, Bürgermeisterchen. Ich möchte meine guten Freunde nur so vorbewahren, vom Dach geschmissen zu werden. Sollen Sie mal ihre Nase in Angeleien stecken, die zu hoch für sie sind. Kapiste? Ach so. Und eine erste Stufe mir seit genauer Zeit viel zu aufdringlich. Das mag ich nicht. Überhaupt nicht. Was mag ich stattdessen? Geld? Frauen? Nudelsalat? Baseball. Aber unübertrefflich, Don. Ein Mann steht allein im Schlagfeld. Das ist eine ganz persönliche Leistung, die er bringt. Genau, hervorragend beobachtet, Don. Da draußen steht er allein. Aber für wen spielt er? Für wen? Er spielt für seine Mannschaft, für sein Team. Teamarbeit, gar keine Frage, Don. Er schaut, er läuft und er wirft, er fängt, ein Mann aus einem großen Team. Ja, das ist es. Gott, klingt das Stimme bei mir geil. Ein Team, das mich unterstützt, was ist er dann? Hilflos, völlig hilflos, ganz allein, nui, traurig. Ein Niemand. Könnt ihr mir folgen? Sie macht das ganz toll, Don, alles klar. Was muss er dich dann sagen? Ich werde da draußen für mich alleine kämpfen, aber ich werde nicht gewinnen können, wenn ich das Team gewinnt. Das Team, genauso sieht's aus. Vielleicht der Gangster. Ich bin ein echter Gangster. Ich habe schon dreimal in der Bäckerei geklaut und nur zweimal gewonnen. Um Gottes Willen. Wie scheußlich. Schöne Kuchen, ich kann da gar nicht hinsehen. Mögt euch gut, ob euch nur einer von euch das Team im Stich lassen will. Mögt es euch gut. Und er legt endlich diesen Schnüffler. Inzwischen. Gedanken. Ich muss Van Wertley finden. Falls ich mich beeile, könnte ich ihn noch in der Nähe erwischen. Vielen Dank, Fadi. Nachdem du dieses Viertel geführt hast, habe ich eine Lektion wohl gelernt. Also ich doch hoffe, mein Sohn. Nicht alle Menschen haben so viel Glück wie wir. Dann hoffe ich später ein genauso guter Zuhälter zu werden wie du. Lass dich drücken, mein Kleiner. Du hast deinen alten Herrn gerade sehr stolz gemacht. Wie lang fahrt ihr? Ja, ja, bla, bla. Erzählen die immer noch dasselbe? Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Oh, Gangster. Bist du vom Schnüffler? Ihr klappt gleich weg. Ich hab bezahlt, ich hasse es auf. Ich will mal die Schnüffler testen. Und ich hab wieder nicht gespeichert. Ich glaube, ich werde das ein anderes Mal fertigstellen, als gesonderes Projekt hochladen. Es dauert einfach zu lang. Vor allem so, wie ich wieder mal spiele. Ja, das werde ich irgendwann zwischendurch mal hochladen. Ich sage erstmal auf Wiedersehen.